Wir haben Annalena Stich,
Direkt dahinter Luna Basner aus Ingolstadt. Und dann Katharina Welker von FC Liebingen. Ja, geht der Sieg im zweiten Hindernislauf von Friedhofen Meter der Frauen, geht er in die Schweiz, wird sie wohl am Wassergraben oder am letzten Hindernis entscheiden. Der Männer, da haben wir zwei Zeiten.